Meine lieben Jungfrauen, wie versprochen, trotz Computercrash, die wichtigen Botschaften für euch für den Oktober. Was ist für euch persönlich wichtig? Was sollt ihr vielleicht loslassen? Tipps, Tricks aus der geistigen Welt für euch für diesen Monat. Bitte bedenkt, wie immer, das ist ein allgemeines Reading, also aus den Kollektivenergien. Jeder von euch geht gerade seinen ganz persönlichen Weg. Jeder von euch steckt in einer ganz eigenen Lebenssituation. Von daher können diese Videos nicht für alle zu 100% stimmig sein. Aber ihr werdet ganz sicher den ein oder anderen Tipp, die ein oder andere Botschaft für euch in diesem Reading wieder finden. So, dann lasst uns gleich mal loslegen. Viele von euch kennen das schon, aber ich möchte jetzt mit dem Seelenreich-Orakel einmal in euer Herz, in eure Seele lauschen. Was soll denn da nach oben kommen? Was ist denn wichtig für euch für den Wonnemonat Oktober? Und da schauen wir jetzt gemeinsam rein. Für meine Wow, und die hat sich schon umgedreht. Auch bei euch, bei den Zwillingen, war es ähnlich, sagen wir mal ähnlich, weil es ist ja erst die erste Karte. Du bist im Drama gefangen, befreie dich, bewege dich, verändere dich und erblühe ganz neu. Ja, einige von euch fühlen sich in einer aussichtslosen Situation, haben ihre Vorstellungen, ihre Träume ganz klar vor Augen, wie die Frau, die da aus dem Fenster schaut, diese faszinierenden Quallen beobachtet, ja, melancholisch, traurig, hoffnungslos. Gut möglich, dass ihr mit eurem Herzen in der Vergangenheit hängen geblieben seid, dass ihr nicht nach vorne schauen könnt, weil ihr mit eurem Kopf, mit eurem Herzen viel, viel zu viel an Gefühlen hängt, die vorbei sind oder die keine Aussicht auf ein Fortkommen haben. Bei anderen fühle ich so, sie wissen ganz genau ihren Weg, sie wissen ganz genau ihre Wünsche und ihre Ziele, haben sich aber noch nicht getraut, nach vorne zu gehen, beziehungsweise wissen im Moment nicht wie. Die wichtige Botschaft bei dieser Karte ist aber eigentlich nicht die Situation an sich, die jetzt hier aufgezeigt wird, sondern der Wunsch deines Herzens und deiner Seele, dass du dich aus dieser Situation befreist. Solltest du mit deinem Herzen noch an einer vergangenen Beziehung hängen, immer wieder durchkauen, was ist schief gelaufen, was hätte ich anders machen können, immer wieder diesen Schmerz durchlebst, nicht loslässt, nicht nach vorne schaust, weil du einfach noch zu arg daran hängst, dann kann ich dir nur empfehlen, das, was ich immer sage, nimm dir die Zeit, leg dich aufs Bett, schließ die Augen und geh in diese wunderschönen Gefühle, die du damals erlebt hast, hinein. Sei dankbar dafür und lass sie aber los. Lass sie mit Liebe los. Ganz, ganz wichtig, mit Liebe loslassen. Es ist schön, mit den Gedanken in die Vergangenheit zu gehen. Viele Dinge bringen uns auch in unserem Leben weiter. Viele Erinnerungen aus der Vergangenheit wecken ein Glücksgefühl in uns, geben uns neue Kraft, neue Hoffnung. Aber natürlich gibt es auch Dinge in unserer Vergangenheit, die uns daran hindern, weiterzugehen, wenn wir sie nicht loslassen. Habt ihr ein Ziel vor Augen und wisst nicht, wie ihr es angehen sollt, dann sagt euch diese Karte, sagt euch euer Herz, ihr kennt die Antwort schon. Die Antwort steckt in euch, die Antwort steckt in eurem Herzen, in eurer Seele. Hört einmal, lauscht einmal in euch hinein.
Was kommt nach oben? Welche Wege werden euch aufgezeigt? Und geht dann voran. Raus aus diesem Drama im Oktober. Ganz wichtig für euch, euch zu befreien, euch zu bewegen, zu verändern und ganz neu durchzustarten im Oktober. Einen neuen Lebensabschnitt beginnen, und zwar mit Glück und Fülle. Raus aus diesem, ja, sage mal, Erzengel Raphael. Wow, diese Legung ist bis jetzt zu 100% gleich mit den Zwillingen. Ich glaube, es war auch bei den Zwillingen. Erzengel Raphael, bitte um Heilung und kehre zurück zur Harmonie, Gesundheit und Wohlbefinden. Wow, bitte um Heilung. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ihr müsst diese alten Wunden heilen, ihr müsst loslassen, damit ihr ja auch Glück und Fülle in euer Leben im Empfang nehmen könnt. Ihr seid blockiert, solange ihr in diesem Drama in der Vergangenheit festhaltet. Es ist wie ein Blitz, der in einen Baum eingeschlagen hat. Im ersten Moment sieht der tot aus, er ist verbrannt. Da steckt kein Leben drin. Und doch kommt aus diesem toten Stamm wieder ein neues kleines Bäumchen raus. Und genau so müsst ihr das bei euch sehen. Ja? Ihr mögt vielleicht euch, ja, euer Herz verbrannt haben, die Finger verbrannt haben, wie auch immer, weil ihr geliebt habt und etwas tierisch in die Hose gegangen ist. Aber daraus sollt ihr neu erblühen. Nichts geschieht umsonst. Also alles hat eine Bedeutung, und wenn es die Bedeutung ist, dass ihr daraus wächst, dass ihr daraus lernt, dass ihr daraus gestärkt rausgeht, denn ihr seid rausgekommen aus der Situation und darauf dürft ihr stolz sein, ja? Das auch nicht vergessen, euch anzuschauen und mal stolz auf euch zu sein, was ihr schon alles geleistet habt in eurem Leben. Auch mal dankbar dafür zu sein, was ihr schon habt. Und nicht nur auf das zu blicken, was ihr noch nicht habt. Was wollen denn die Seraphinengel noch zu dieser Situation sagen? Da hätte ich gerne auch noch eine Botschaft für euch von den Seraphinengeln. Was ist die Botschaft für meine Jungfrau? Wow. Wow. Wunder. Wunder, öffne heute dein Herz für ein Wunder. Öffne dein Herz, ja. Die Botschaft aus deinem Herzen. Beweg dich, veränder dich, erblühe ganz neu. Das ist das, was dein Herz möchte, was deine Seele möchte, dass du rauskommst aus diesem Drama, ja. Aus diesem Hinterhertrauern, vielleicht dich auch ein Stück weit selbst bemitleiden, aus dieser Hoffnungslosigkeit. Raus, öffne dein Herz und dann steht das Wunder an. Das Wunder in einer Situation, in der du vielleicht absolut hoffnungslos bist, nicht mehr daran glaubst, aufgegeben hast. Wunder. Öffne heute dein Herz für ein Wunder. Wow. Du hast den Erzengel Raphael. Du hast den Erzengel Raphael an deiner Seite, die dir helfen wird, diese alten Wunden zu heilen, damit du wieder in Harmonie und Wohlbefinden kommst. Und der andere Engel sagt dir, hey, öffne dein Herz, ich schicke dir ein Wunder. Wow. Also das ist, ja, das ist unglaublich schön. Es ist gerade so bei mir, gerade so friedlich. Ich habe so ein Gefühl von absoluter Zufriedenheit und Frieden in mir. Ja, fühlt sich wunderschön an. So, jetzt möchte ich gerne zum Abschluss noch wissen, welche Botschaft hat denn das Universum noch ganz, ganz speziell an euch für diesen Monat? Zwei Botschaften für euch. Meine Kraft erschafft meine Wirklichkeit. Das, worauf ich mich konzentriere, ist das, was ich verwirklichen werde.
Das, worauf ich mich konzentriere, ist das, was ich verwirklichen werde. Und wenn ihr euch weiterhin auf das Drama konzentriert, ja, auf die Trauer konzentriert, dann ist es auch das, was ihr zurückbekommt. Denn ich sage ja immer und immer wieder, das Universum ist wie ein Spiegel. Es spiegelt euch das, was ihr nach oben gebt. Also kommt wieder in eure Freude, kommt wieder in euer Selbstwertgefühl, in euer Selbstbewusstsein, in euren Glauben und in eure Hoffnung. Vertrauen, Zuversicht, all das muss jetzt sprühen bei euch. Ja? Ihr werdet geheilt, ihr werdet Hilfe haben, das da rauszukommen. Und dann kommt ein Wunder auf euch zu. Das Universum arbeitet schnell, wenn ich Spaß habe. Ihr kommt daraus im Oktober. Ihr werdet einen Weg finden, die alten Wunden zu verschließen und nach vorne zu schauen. Ihr seid geführt, ihr habt himmlische, wortwörtlich himmlische Begleiter, die euch helfen werden im Oktober, und einen himmlischen Begleiter, der euch ein Wunder verspricht. Und das ist wunderschön. Meine Lieben, ich schicke euch ganz, ganz viel Kraft, ganz, ganz viel Licht und Liebe für den Oktober. Ihr werdet euren alten Weg, ja, beenden, nach vorne schauen mit Zuversicht und mit Hoffnung. Und dann können diese herrlichen Wunder in euer Leben treten. Ja, ich glaube, das war so, lassen wir es stehen. Es werden noch andere kurze Videos von mir kommen. Ich hoffe, mein Computer ist bald wieder am Start und dann können die Videos auch wieder länger werden. Bis dahin drücke ich euch ganz, ganz fest und wir hören voneinander. Tschüss, meine Lieben.